Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video teste ich für euch den braune Barttrimmer BT5090. Wenn du da draußen gerade neu auf meinem Channel bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du Teil meiner Community wirst. Einfach auf Abonnieren klicken, ist komplett kostenlos. Und wenn du Bock hast, schalt auch gerne die Glocke ein, dann wirst du jedes Mal benachrichtigt, wenn es ein neues, gutes Video von mir gibt. Denn es gibt nur gute Videos von mir. Instagram habe ich selbstverständlich auch. Wenn du Bock hast, check mich auch gerne auf Instagram ab. Dort gibt es eher so Fashion-Posts als auch einige privatere Einblicke von mir. So Leute, nach längerer Zeit gibt es jetzt endlich mal wieder einen Rasierer-Test von mir. Einige von euch haben ja meine Rasierer-Tests sehr gefeiert zum Philips Blade und Philips Blade Pro. Andere haben geschrieben so, ey, der Philips Blade hat gar nicht so viel Power, der ist ja gar nicht so gut, die braunen Rasierer sind viel besser. Okay, Leute, alles klärchen, aus dem Grund teste ich heute einfach mal einen braunen Barttrimmer bzw. Rasierer. Und checken wir mal aus, was Braun so zu bieten hat. Kommen wir vorab erstmal zu den Features des Rasierers. Der Rasierer hat einen 5 Minuten Quick Charge, also falls der Rasierer mal komplett leer sein sollte, kannst du ihn auf jeden Fall 5 Minuten später wieder zur Rasur benutzen. Der Rasierer hat zwei aufladbare Batterien für ein dauerhaftes Rasieren von insgesamt ca. 50 Minuten. Der Rasierer hat scharfe Klingen, die eine lange Lebensdauer haben. Es gibt einen integrierten Detailtrimmer. Und insgesamt kann man zwischen 25 verschiedenen Längeneinstellungen wählen. Zudem ist der Rasierer voll abwaschbar, was natürlich auch sehr gut ist. Nach der Rasur kann man den einfach unter Wasser halten. Der Rasierer kostet insgesamt 45 Euro bei Amazon. Den Link zum Produkt findet ihr natürlich wie immer in der Infobox. Von der Theorie in die Praxis, Leute, ich will nicht lange schnacken. Lass uns direkt machen und den Rasierer auspacken. Was ist denn beim Rasierer alles mit dabei? Als allererstes eine Reisetasche, in der das mitgelieferte Zubehör auch drin ist. Finde ich persönlich immer sehr, sehr praktisch, wenn es so eine Reisetasche mit dazu gibt, dann hat man keine Probleme, wenn es mal übers Wochenende wohin geht. Zudem ein Ladegerät mit Standfuß, das schauen wir uns später nochmal genauer an. Ein weiterer Aufsatz für längere Bartlängen, ein kleines Ölfläschchen und ein Reinigungspinsel, den habe ich persönlich allerdings erst gar nicht gesehen. Der versteckt sich irgendwo in der Reisetasche. Also falls du dich mal für dieses Produkt entscheiden solltest, musst du ganz genau suchen. Irgendwo befindet sich auch noch so ein kleiner Reinigungspinsel. Und natürlich auch der Rasierer an sich. Der Rasierer an sich liegt auch sehr gut in der Hand und man hat auf jeden Fall ein sehr hochwertiges Gefühl, wenn man den Rasierer das erste Mal in der Hand hält. Der Rasierer ist natürlich auch um einiges schwerer als der Philips OneBlade Pro, den ich aktuell benutze. Vielleicht kommt auch daher dieses hochwertige Gefühl. Aber der Rasierer ist auch ein ganzes Stückchen klobiger als der Philips OneBlade, was aber nicht unbedingt schlecht sein muss. Auf dem Rasierer ist bereits ein Aufsatz drauf. Hier kann man wählen zwischen 1 und 10 mm in 0,5 mm Schritten. Also das wäre für mich persönlich der perfekte Aufsatz, denn ich trage ja meistens immer einen 3-Tage-Bart. Was auf jeden Fall noch auffällt, ist der Detailtrimmer, der sich oberhalb des Rasierers befindet, der auch bei den Features mit angesprochen wurde. Die zwei mitgelieferten Aufsätze lassen sich übrigens im Handumdrehen super schnell wechseln. Also egal, ob du jetzt etwas längeren Bart trägst oder etwas kürzeren Bart oder halt einen Mix und du musst die Bartaufsätze halt wechseln, ist gar kein Problem, geht wirklich kinderleicht. Und die mitgelieferte Ladestation ist gleichzeitig auch ein Standfuß, also da kann man den Rasierer reinstellen und gleichzeitig laden lassen, finde ich auch sehr gut. Den Link zum Produkt findest du natürlich wie immer in der Infobox, also falls du dich für das Produkt interessieren solltest, check es gerne mal auf Amazon ab. So Leute, und jetzt zeige ich euch einfach mal, wie ich mich mit dem Rasierer rasiert habe. Ich persönlich trage ja immer einen 3-Tage-Bart und aus dem Grund habe ich den Aufsatz erstmal auf 3,5 mm gestellt. Dann habe ich erstmal mit diesen 3,5 mm großflächig gestartet und mich überall rasiert und das ging auch soweit ganz gut. Der Rasierer rasiert echt gut und von der Power her bzw. von der Leistung her ist er nur bedingt stärker als der Philips OneBlade oder der OneBlade Pro, aber ein Tickchen schon. Oberhalb der Lippe war es mit diesem etwas größeren Rasierer dann nicht ganz so einfach für mich, weil ich natürlich den Philips OneBlade Pro gewohnt bin, aber es ging. Hier sieht man jetzt ganz gut, wie ich bei der Hälfte der Rasur aussah. Dann ging es natürlich weiter, mit den 3,5 mm habe ich mich dann komplett überall rasiert. Dann habe ich den Aufsatz auf 1,5 mm umgestellt und habe meinen Halsbereich sauber gemacht und rasiert. Mit weniger Millimetern komme ich hier einfach ein bisschen besser klar, um einfach einen schöneren Übergang hinzubekommen. Jetzt zu den Details und den Konturen. Der Detailtrimmer wurde ja bei den Features extra mit erwähnt und den habe ich dann jetzt direkt mal ausprobiert. Leider muss ich sagen, dass es nicht so gut ging, weil ich immer das Gefühl hatte, dass die andere Klinge, die natürlich auch läuft während der Rasur,
mir irgendwo einen Cut reinmacht. Also mit dem Detailtrimmer konnte ich persönlich überhaupt nicht gut arbeiten. Ich habe dann einfach ohne Aufsatz weitergemacht und habe dann meine Details und die Konturen einfach ohne Aufsatz, sprich nur mit der Klinge, weiterrasiert. Und so sah ich am Ende nach der Rasur aus. Ja Leute, so habe ich mich mit dem Rasierer rasiert und jetzt wird das Produkt natürlich auch bewertet. Als allererstes die Rasur. Für die Rasur würde ich 3,5 von 5 Punkte verteilen. Ich war mit der Rasur all in all zufrieden, kann man nicht anders sagen. Wie gesagt, die Ecken konnte ich halt nicht so perfekt rasieren. Bei dem Detailtrimmer gibt es da beim Handling wahrscheinlich ein paar Abzüge, aber all in all bin ich mit der Rasur zufrieden. Kommen wir zum Handling des Rasierers. Der Rasierer liegt gut in der Hand. Ich hätte eigentlich auch beim Handling jetzt 3,5 Punkte verteilt. Allerdings, der Detailtrimmer, ja, mit dem auch geworben wird, der ist komplett deplatziert. Da bin ich ja überhaupt nicht mit klargekommen. Aus dem Grund gibt es hier auf jeden Fall noch einen fetten Punktabzug. Also nur 2,5 von 5 Punkte, aber ist trotzdem nicht so schlecht. Kommen wir zur Qualität des Produktes. Hier würde ich 3,5 von 5 Punkte geben. Wenn man den Rasierer das erste Mal in der Hand hält, dann hat man schon was Hochwertiges in der Hand. Also im Vergleich zum Philips Blade Pro oder Philips Blade. Das ist schon ein bisschen billiger verarbeitet. Also wenn man so einen braunen Rasierer den jetzt in der Hand hält und mit dem Philips Blade vergleicht, ist der doch um einiges hochwertiger. Aus dem Grund verteile ich hier auch 3,5 von 5 Punkte für die Qualität. Kommen wir zum Preis des Produktes. Ich habe es eben schon gesagt, der Rasierer kostet so circa 45 Euro auf Amazon und dafür bekommt ihr echt viel. Also beim Preis-Leistungs-Verhältnis kann ich nichts anderes geben als 4 von 5 Punkten. Ist auf jeden Fall ein gutes bis sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. All in all bekommt der Rasierer 13,5 von 20 Punkten von mir, was auf jeden Fall ein gutes Ergebnis ist. Und wenn du da draußen jetzt auf der Suche bist nach einem guten, günstigen Barttrimmer bzw. Rasierer, kann ich dir den Rasierer auf jeden Fall empfehlen. Der Rasierer ist halt so ein bisschen klobiger, ja, also im Vergleich zum Philips Blade Pro ist er halt, ja, einfach größer, schwerer, was aber nicht unbedingt schlecht ist, ja. Ich finde, das ist auch immer ein Anzeichen, dass es halt von der Qualität her besser ist. Auch als Einsteiger-Rasierer ist der Rasierer echt nicht schlecht. Und wenn du dir unsicher bist, wie du dein Bart tragen möchtest, ist das natürlich auch ein gutes Paket, weil du halt hier 25 verschiedene Längen hast. Also egal, ob du den Bart jetzt so trägst wie ich, als 3-Tage-Bart oder einen längeren Bart haben möchtest, du bist hier einfach mit diesem Paket voll gut bedient. Kann ich sagen, dass es ein Rasierer ist, der auf jeden Fall seine 45 Euro wert ist und ihr bekommt ein gutes Produkt für euer Geld. So Leute, das war's für heute. Mal wieder einen Rasierertest durchgeführt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Denkt dran, Support ist kein Mord, ja? Seht immer gut aus, immer schön geschmeidig bleiben, Leute. Und ich freue mich über eure Kommentare. Schreibt gerne hinein, was ihr so denkt. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden Daumen und über jeden Kommentar. Macht's gut, bis dahin. Peace out.